So, hallo, ich begrüße euch zum zweiten Beginn von Chapter 2. Wir haben jetzt hier unser fertiges Save-File und können da jetzt endlich weiterspielen. Und wir kennen ja schon alles, also nicht alles, aber wir kennen ja schon den Teil aus Chapter 2, den ich jetzt nachhole. Den kennen wir ja schon. Und entsprechend versuche ich da jetzt ein bisschen durchzuscrollen. Ja, dass wir da recht schnell durchkommen. Ja. Animationen kann man halt nicht langsamer, schneller machen, aber den Text. Insofern sollte das passen. So. Ich gehe auch mal kurz wieder an alles ran, weil ich weiß immer nicht, welche von den Sachen irgendwas auslösen, was sie auslösen sollten. Ach so, nee, das nehmen wir nicht. Da muss ich noch aufpassen, dass ich dann die richtigen Sachen drücke, wenn so Entscheidungen kommen. Nicht, dass ich da plötzlich mich einfach verklicke und Müll baue. Na, das wäre dann blöd. Wenn wir da einfach Müll bauen, das wollen wir nicht. Hallo? Genau, it isn't yours after all. So. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, schon alles gesehen. Ich glaube auch nicht, dass hier am Anfang jetzt irgendwelche Sachen vorkommen. Aber man weiß ja nie. Ich meine, jetzt, wo wir schon wissen, was in Chapter 2 abgeht, kann man trotzdem mal darauf achten, ob es irgendwelche Hinweise gibt. Auf irgendwas, aber ich glaub's nicht. Also vorher halt, meine ich. Yeah, it is not yet time to wash your hands, erst nach dem Spiel. Ja, das ist alles nichts Neues. Haben wir eigentlich jetzt? Ach ja, das Ei habe ich in den Kühlschrank gelegt bei Escor. Stimmt. Das kann ich also gar nicht haben. Was ist das Glas? Wait a moment. Was ist das Glas? Small shard of something in your pocket. It feels like glass, but... Hä? Hatte ich das auf der Switch-Ding auch? Nee, ne? Ach! Das ist jetzt aber auch interessant. Das Sans-Telefon-Ding ist dann gar nicht, das war... Ich dachte, man behält diese Nummer. Aber das war dann einfach nur ein Gag mit dem Sans-Telefon. Ah, okay. Okay, meinetwegen. Dann war das nur ein Gag mit dem Telefon. Dann ist das ja sogar okay, dass wir das nicht hatten. Und gar nicht weiter schlimm. Ja, der TV, der hatte auch irgendwas. Aber das ist jetzt ja alles doch Zukunftsmusik von hier aus. Let's go! Moin. Jetzt sind natürlich Birdie und Noel sind jetzt in der Situation natürlich nochmal spannender. Aber ich schätze mal, wir werden in den späteren Kapiteln dann auch die anderen noch ein bisschen genauer kennenlernen. Oh Gott, ist das laut. Yo. Das müssen wir gleich mal umstellen. Hilfe. Also den Text kennen wir. Ich übergehe das, ne? Sollte klar sein. Wer den Text sehen will, sollte sich jetzt nicht diese Folgen anschauen. Weil diese Folgen... Ja. So, lass mich mal in die Optionen. Ach so, die habe ich hier noch gar... Ja, moin. Das ergibt Sinn. My sleep quality increased. Internet gets fixed soon. Ja. Es ist schon interessant, in welche Richtung das so ein bisschen ging. So. Moin. Susi will zurück. Ja, aber der Ton ist... Ich muss... Also, bis wir im Menü ankommen, dauert es halt noch ein bisschen. Das geht immer nur in der Spezialwelt, in der Dark World. Vorher ist es laut. Vorher ist es einfach laut. Okay. Hey,
Hanging All Alone in the Closet hatte ich gewählt damals. Dann lassen wir das jetzt auch. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht irgendwas Falsches anklicke bei den Entscheidungen. You got the joke. Ja, Abflug. Ui. Zack. So, kriege ich jetzt hier mein Menü, dankeschön. Ja, Master Volume ist nämlich einfach 60%. Das hatte ich im Original, in der anderen Datei hatte ich das auf 30, beziehungsweise ich glaube sogar hier 20. Das ist schon wieder lustig. So, down, right, up, left, confirm, cancel, Menü. Also es, das sind alle Tasten, die es gibt. Okay, dann passt es schon. Dann ist alles besetzt. Auto one on. Okay. So, haben wir denn jetzt? Ja, okay, wir haben Chevil's Tale. Wem gebe ich Chevil's Tale? Susi? Ich glaube, Susi braucht Chevil's Tale nicht. Chris kriegt Chevil's Tale. Und zwar anstatt... Ach, Chevil's Tale ist ein Attack-Ding. Ich dachte, das ist... Ich dachte, das ist Rüstung. Ach nee, doch, Rüstung... hier. Nee, hä? Das ist gar nicht Rüstung. Aber das ist... Hä? Es ist an der... Also es hat ein Rüstungssymbol, aber verändert den Attackenwert. Ach, und bei ihr nicht? Bei ihr Defense. Oh, dann warten wir mal ab, was Chevil's Tale mit Dings macht. Mit, hier, weißt du schon. Mit Welsy. Vielleicht ist das ja auch besser. Könnte ja sein. Here we are. So, ich überspringe das kurz. Nicht, dass wir eine Entscheidung irgendwo haben. Ach ja, ich musste die erst holen. Ja, ja. Da war ja was. Falsch. Da war ja was. Ja, ich muss das eh alle holen. Aber ich glaube, ich kann trotzdem kurz mal gucken. Ack. So. Ich kann, glaube ich, trotzdem kurz mal gucken, was los ist. Da, du. Konnte man eigentlich da hochlaufen? Ah ja, konnte man. Dann haben wir hier schon mal den ersten Safe. Ah, und hier sieht jetzt... Das ist interessant, die Recruiting und so zeigt es jetzt noch gar nicht an. Okay. Okay, und wir haben... Also wir überschreiben jetzt nicht unser Chapter 1-File. Das Chapter 1-File bleibt das Chapter 1-File. Und wir machen jetzt tatsächlich einen neuen Spielstand, weil Chapter 2 hat dann wieder 3 neue Save-Slots. Okay. Dann kann man eigentlich wirklich immer einen nutzen für Genozid und einen nutzen für... Ja, ja, ich wollte da nicht hin. Ist richtig. Ist ja richtig. Hier konnte man auch eh nicht rein, ne? Das ist, genau. Konnte man hier schon irgendwas machen? Nee. Okay. Gut, 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 gut. Zack, Abflug nach oben. So. Dann packen wir das Zeug ein. Und kriegen jetzt diesen lustigen Text mit der Mama da unten. Alles bestens, alles supi. Gut. So. Hui, und Abflug. Und sie verteilen sich in ihrer Welt. Zack. Oh nein, wir müssen die Challenges auch wieder machen. Ah, ja, 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 ja. Ich muss alles wieder machen. Eieieiei. Ich glaube, der Anfang dauert noch am längsten. Wenn man dann mal in der Dark World drin ist, in der Internet Dark World, dann läuft das besser. Ja, 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 ja.
So, dann fangen wir mal wieder an, alle abzuquatschen. Moin. Such is the way of the worm. Den Text hatte er ja auch bei dem Gastereck mit dem Way of the Worm. Das versteht man dann jetzt erst wieder, dass der das so sagt. Like being like this, don't tell anybody. Ach, nicht beim Gastereck, halt bei dem anderen Baum. Mit dem Gasteck hat es nichts zu tun. No, no bite. No biting. Und Society macht wieder einen Abflug, oder wie sehe ich das? Das habe ich ja damals schon nicht verstanden. So I am alone here. Bit of self-reflection, I suppose. I do realize I was quite a coward before. So I wanted to say, well, I still am. My cards, I cannot handle society. But now I'll be living at the top of this cliff. When I'm ready to meet society again. Ach so, das ist nicht Society. Der haut ab von Society, ja. Tschüss. Okay, also der hat keine Lust. There's a hole in the wall, there's nothing inside. Gut, so. Fool's Card. Wir treffen uns wieder beim Schiff-Minispiel. So. Ich glaube, weiß nicht, ob man die alle anquatschen muss, aber ist ja wurscht. Was? Welcome to. Wie hat er den Ort genannt? Ich das richtig gelesen? Oh, weil ich die Datei so genannt habe, wahrscheinlich. Yikes. Hole. We reach our about our hole. It was dark, filled with dark doubt of us. Fit from the front of okay. What? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Okay, wir haben 1500. Also, wir müssten noch alles haben vom. Ah ja, moin. Oh! Jetzt ist hier ein Shadow Crystal. Der war. Den hatten wir in Dings noch nicht. Der taucht jetzt. Ah, weil er. Okay. Als wir in Chapter 1 jetzt waren, hat es hier noch keinen Shadow Crystal angezeigt. Jetzt ist da einer. Ich verstehe. Und den zweiten kriege ich dann, wenn ich Spamton besiege. Also den Neo Spamton, ne? I see. You held the crystal up to your eye, but nothing happened. Ja, okay. So, dann machen wir jetzt mal fix hier die Challenge-Geschichten, die ersten. Das war ja alles easy going. Theoretisch war es eigentlich auch erstmal nur beibringen, ne? So, Abflug. Ah, ich muss erst hier. Nein, nicht angreifen. So. Yay. Ein Dings. So, Challenge 100. Das war ohne getroffen zu werden oder sowas, ne? Oder ging es darum, TP aufzubauen? Ich weiß es nicht mehr. Kann beides sein. Ich glaube, es ging darum, TP aufzubauen, ohne getroffen zu werden. Ja, scheinbar war es das. Bin ja mal gespannt, ob ich mich am. Ja, okay, es war das. Bin ja mal gespannt, ob ich mich am PC jetzt von den Kämpfen her besser anstelle. So. Club Sandwich nehmen wir auch noch mit. Moin. Giant Bat.
Ups. Ach so, ich sollte nur Topic mal. Ah, weil wegen dem Guess. Ja, war dumm. Wenn ich nur Topic mache. Aber ich habe ja noch gar keinen. Also die anderen können ja noch gar nicht dingsen, ne? Die anderen können ja noch gar nicht, die haben ja noch keinen hier. Die kann eigentlich dann nur. Aber wobei, die kann ja sperren und dann geht es ja auch hoch. Richtig? Ich glaube ja. Genau, sie sperrt jetzt auch und damit geht es auch hoch. Er sperrt auch und damit geht es auch hoch. Genau, das macht es ein bisschen schneller. Ach, God dang it. Ah, ich soll das nicht mehr sagen, Entschuldigung. Ich merke, wie ich es direkt wieder gesagt habe. Ja, I'm sorry. Tut mir leid, Counter. So. Wenn ich richtig liege, dann schaffe ich es ja gleich, ihn wegzusperren. Nice. So, und tschüss. Easy. So, Club Sandwich. Okay, jetzt können wir mal ausrüsten. Und zwar bei Wellsy mal gucken, was Javel's Tail macht. Javel's Tail. Oh, das geht sogar zweimal Defense hoch. Dann gebe ich das Wellsy. Ach, weil der nur eine Ember Card an der Stelle hatte, ne? Weil Susie hat eine. Ah! Nee, Susie hat zwei Ember Cards. Und würde nur eins dazu bekommen. Ach so! Hä? Ach so, ohne wäre es, wenn ich das hier. Ja, jetzt verstehe ich. Es kommt so oder so eine Defense dazu. Okay. Aber dann kriegt die, dann kriegt die Wellsy, das ist mir sicherer. So, und die zweite Ember Card allerdings. Die könnte doch jetzt Chris bekommen, oder? Ist nicht eines von denen besser als eine Ember Card? Nein, das macht nichts besser. Nein, okay, das macht es nur schlechter. Gut, gut, dann passt das alles. Dann ist alles gut. So. Gehen wir mal kurz speichern. Save. Zack. Gehen wir auch mal kurz hier auf die Recruits. Das ist aber alles nichts Neues. Okay. Das können wir auch alles so lassen. Gut. Muss ich das lesen eigentlich? Wir lesen es mal kurz, dass wir es gelesen haben. Ja. Ja. So, cool. Shop. Ach, da ist er hier. Will ich jetzt was kaufen? Eigentlich nicht. Also, wir kommen ja ganz super zurecht, ne? Eigentlich brauchen wir hier jetzt echt nichts. Und wir haben jetzt hier auch nichts, was irgendwie uns verbessert. Nur Attacke, also brauchen wir nichts. Talk. Was hattet ihr eigentlich erzählt? In a new world, in Dwight of the Hills, defeating the clown, incredible. Oh, der hat über Javel geredet. Das hat der in der Switch-Ding nicht. Oh. It seems he gave something to you. Der meint den Kristall. Wait, das ist neu. That's right, you must not have noticed it. That crystal, it's nearly invisible, but you've been holding it this whole time. Ja, weil es jetzt erst dazugekommen ist in Chapter 2. Here, I'll take it off your hands and appraise it. What? Incredible to think he had a shadow crystal. Shadow crystals so called because you can only see their shadow. Oh. Call it a premonition, but I get the feeling you might find more of the. Ja, das wissen wir ja schon. Also wir bekommen ja einen von. Yo, muss ich dann nach Neo Spamton auch nochmal zu ihm? Muss man mit den Kristallen zu ihm? If you continue to defeat strong dragons like him, that is. If you can gather more shadow crystals, bring them here. Oh, tatsächlich. Oh, wenn man also alle Secret Bosse hat, muss man zu ihm. Yo, es ist voll gut, dass wir es nochmal spielen. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Also wie auch in der Switch-Version hatte ich das ja nicht. Also ist so viel wirklich dazu, dass es heißt, ja, man kann Chapter 2 eigentlich problemlos spielen, ohne Chapter 1 gespielt zu haben oder ohne den Save, ohne das Save-File zu haben. Es geht dann halt nicht, also viele Dinge gehen dann halt nicht weiter. Okay. Hat er mir den jetzt abgenommen eigentlich? Ah ja, Tatsache.
Okay, also die gebe ich hier ab, die Dinger. Gut. Dann speichere ich das doch gleich mal. Dann speichere ich das doch gleich mal, dass ich den abgegeben habe. Finde ich gut, finde ich gut. So, wo sind wir in der Aufnahme? 20 Minuten, okay. Ich sehe schon, wir kommen noch nicht jetzt ins Inter... Also ins Inter der Anfang zieht sich halt ein bisschen, ne? Der Anfang zieht sich ein bisschen. Aber... Das mit dem Shadow Crystal war schon mal jetzt eine neue Geschichte. Yay! Wir haben die Spin Cake bekommen. So, da war nichts weiter Spannendes, ne? Wir müssen noch den Lancer Cookie holen. Den gab es hier drin. Können wir schon was fusen eigentlich? Increases Drop Money bei 5%. Das wäre eigentlich... Wir haben eine Amber Card übrig. Wenn ich noch eine Amber Card kaufe, könnte ich eine Silver Card basteln. Das wäre sogar mal eine Idee eigentlich, ne? Aber was ich interessant finde... Was ich interessant finde, dieses Fusen, es geht ja nur hier. Und ich kann ja, während ich in der Internetwelt unterwegs bin, wenn ich da irgendwelche Items bekomme, die ich fusen könnte, ich komme ja gar nicht hierhin zurück. Ne? Das finde ich schon wieder interessant. Man ist ja dann eigentlich in der Internetwelt drin und man bekommt ja auch so einen Fuse-Typ nicht mehr. Also der ist nur hier, wenn man hier hinkommt. So, erzähl mir mal Amber Card 100. Das ist doch dann in Ordnung, dann machen wir das doch. Zack. So. Fuse. Silver Card. Zack. Silver Card. So, und die kriegt jetzt... Wait, wenn ich die drei Leuten gebe, habe ich dann dreimal den Effekt, dass es um 5% steigt oder wie ist das? Ja, Attack geht runter, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Guck mal hier, plus 5%, ich finde das echt cool. So bleibt die Cuteness und unten geht plus 5% dazu, das ist eigentlich in Ordnung, denke ich. Iron Shackle raus. So. Dann kann jetzt nämlich Susie sogar einen Iron Shackle tragen. Zack. Und die Amber Card kann auch raus. Okay, die Amber Card kann nicht raus. Schade. Ach so. Fluffiness Up hat er noch. Okay, lasst mich mal was ausprobieren. Kauf jetzt noch eine Amber Card. Man muss es natürlich auch ausrechnen, ne? Also, das sind jetzt ja schon $200, aber ich meine 5% pro Kampf mehr. Und wenn es jetzt vielleicht schon 10% wären, das läppert sich schon. Das müsste sich schon läppern, dass es sich am Ende rentiert. Denke ich schon. So, lass uns das mal ausprobieren. Noch eine Silver Card, jawohl. So. Und dann kriegt die jetzt... Nein, hier... Oh, wait a moment. Was ist, wenn ich jetzt auf das White Ribbon... Ah, dann plus 5%. Okay, dann ist hier plus 5, plus 5. Und wenn ich jetzt hier die Amber Card durch die Silver Card ersetze... Zum einen ist sie sogar stärker, also sie ist nochmal ein Defense Plus. Ja, nice. Her damit. Und dieses Dice Boys ist die Fluffiness. Die würde ich schon lassen. To be honest, die würde ich schon lassen. Aber dann haben wir jetzt hier 5% und hier 5%. Okay. Bin ich mal gespannt, ob sich das auswirken wird. Wäre cool, wäre cool. Gut, speichern wir das mal.
Dann sind wir ja diesmal auch mit mehr Verteidigung unterwegs. Dann dürften manche Kämpfe sogar wirklich leichter werden. Also nicht viel leichter, aber halt so ein bisschen, ne? Da ist der Hut und den nimmt er ja nicht mehr mit. So. Da war doch irgendwas mit dem Topf, ne? Genau. Nice. Und hier kommen wir noch nicht rein. Also das bleibt auch zu. Das wird noch interessant, was da ist. Dann besuchen wir mal kurz den King wieder. Dass wir den Text auch wieder gesehen haben. Moin. Was hat er gesagt? Scheiße. Was hat er denn gesagt? No. Ach so. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen besser überfliegen, bevor so Entscheidungen kommen. Ja, ja, jetzt quatscht da jetzt hier nochmal los, genau. Okay, das war das. So. Dann gibt es jetzt die Zimmer zum Angucken. Quizzimmer. Aber ich kann nichts anziehen davon. You can wear whatever you want. Ja, ich kann nichts wählen. Danke. So, ich glaube, das war alles hier. Oh, Decorative Moss. Das habe ich gar nicht. Ich glaube, das habe ich gar nicht angeklickt letztes Mal. Oh nein, wie kann ich nur? Why the hell does your room get moss? Ja, you get the moss, ne, in der Stadt dann. Und da, wo man dieses Moos bekommt in der Stadt, da gibt es nämlich auch dieses, ne, dieses andere Gaster-Eck. Aber da kommen wir dann noch dazu. Susis Room. Ja, wir sind alle begeistert. Jawohl, wunderbar. So. Wenn ihr nur wüsstet, mit wem ihr da rumlauft. Ich finde das so interessant, das jetzt mal, aus der Perspektive zu sehen, dass man Chapter 2 schon durch hatte. Da war nichts, ne? Ich gehe nochmal kurz alle Löcher ab, aber ich glaube, da war nichts. Ah, doch, hier! Ah, so, aber konnte man nicht, okay. Oh lol, die kann man umstellen. Wait, gibt es da vielleicht ein Rätsel zu... Ah ne, jetzt kann ich es nicht mehr umstellen. Das konnte ich nur einmal machen. Okay. Okay. Ja, Alter. Ist das die... Nee. Ach, das ist der Eingang hier. Okay. So, und hier kommen wir nicht hoch. Gut. Ja, wir gehen jetzt... Und sehen uns in der Internetwelt wieder. Have fun. Ich hätte das vielleicht am Anfang des Parts sagen sollen, aber ich denke, Leute, die den gucken, werden schon begreifen, dass ich Chapter 2 schon kenne und somit mit Spoilern um mich hauen werde, was Chapter 2 angeht. Kennen wir alles schon. Wir haben ein Schulprojekt zu tun. Komm, Susi, auf geht's. Ach ja, der kommt ja mit, ne? Ja, richtig. Ach ja, er kommt ja auch mit. Nee, du nicht. Hä, habe ich den damals auch dabei ge... Wait a moment, habe ich den damals auch dabei ge... Falsches Ding. Starwalker? Hey, habe ich den damals dabei gehabt? Ich kann mich nicht erinnern. Was eigentlich, wenn man hier das Cellphone anruft macht? Oh mein Gott, das passiert hier auch!
Das passiert hier auch. Ich dachte, das ist nur in der anderen Dark World. Ups. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich damals gemacht habe, aber ich wüsste nicht, was ich vergessen haben könnte. Ja, Lancer ist nicht hier. Lancer ist in meiner Tat. Wait, was ist dann aus dem Starwalker geworden? Was ist dann aus dem Starwalker geworden? Nee, falsch. Hier, nicht hier. Nee. Ach, Karts. Check of Spades and the Wolf's Card. Hey, der Starwalker ist weg. Okay, ja, wie auch immer. Meinetwegen, so, ich glaube, hier konnte ich nichts weitermachen, ne? Hier war auch kein... Nee. Alles gut. Alles gut. So. Mal Elf ist noch hier drin. Ja, das waren diese Lockerwitze. Nee, Elf ist es auch nicht mehr hier drin. Das waren diese Lockerwitze, aber ich glaube, die muss man jetzt nicht unbedingt angesprochen haben. Ich glaube, da war auch nicht irgendwo irgendwas drin, was man mitnehmen konnte oder so. Bla 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 bla, bla 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 bla. Ich klicke nur kurz alles an. So, gut. Okay. Ach ja, hier ist jetzt ja der Stau, sodass man nicht in der Stadt rumlaufen kann. I remember. So, ja, man kommt zum Glück ganz gut durch, wenn man also, ne? Vor allem, wo kommen die eigentlich hier? Achso, doch, da unten ist es, da unten ist das Rathaus. So langsam verstehe ich, wie die Stadt aufgebaut ist. Und das Lustige ist ja, Birdly und Noelle sind jetzt schon in der Dark World. Na, die sind da schon reingewuselt. Ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen, sind sie da auch rein. Abflug! Let's go, let's go! Was war jetzt das Ding, was da gerade raus ist? Das könnte Erul's Card gewesen sein, oder? Habe ich den jetzt noch dabei? Tatsache, es war Erul's Card, okay. Und das Ding geht aber nicht. Ja gut, ne? Dann ist das so. Mal schauen, ob wir diesmal, ob wir jetzt im Spiel dann wieder so viele Items verschwenden wie damals. Wobei, ich denke, das war ja damals bei dem Kampf gegen Birdly, wo ich absolut nicht drauf vorbereitet war, wie der laufen wird. Jetzt bin ich ja wirklich schlauer. Also ich denke schon, dass es jetzt deutlich besser laufen wird. The Wires, ja. Werden gleich schlimme Dinge passieren. Oh lol, man kann einfach durchlaufen. Das ist ja auch witzig. So. Kommt jetzt gleich Queen? Ich glaube ja, ne? Ja, Noelle und Queen. There she is. Moin! Lange nicht mehr gesehen. Wie lange sind wir in der Aufnahme? Ich denke, ein bisschen geht noch. So. Und hier, ne? Das ist das, was ich meinte. Wenn man die Buchstaben weglässt, die Buchstaben. Wenn man die Zahlen weglässt und das Y, dann bleibt da Q-U-E-E-N. Dann steht da nämlich direkt Queen drin schon. Aber das habe ich natürlich beim ersten Mal lesen, habe ich das nicht kapiert. Queen. Queen. Gut, 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 gut. Hier war auch nichts zu entscheiden. Einfach nur Fun Talk. Alles lustig, let's go. Ach ja, und der erste Kampf. I remember dies. So. Ab dafür. Das war nicht die richtige Taste offenbar. Ach, C.
Nein, nur den zweiten erwischt. Scheiße. Ach komm, ich hab woanders hingeguckt. So. Nein, jetzt hab ich nur den ersten erwischt. Geh doch heim. Aber auch gerade Mist. Perfekt. So. Einmal weg, einmal weg, Abflug. Yay, weil sie ist da. Und das ist jetzt das Ding. Hurried over. Wie kann er das machen, wenn er eigentlich doch ein Darkner aus der anderen Dark World sein müsste? Ist er einfach nur ein Darkner, der in allen Dark Worlds existieren kann? Oder ist er vielleicht doch ein Lightner? Ne? Das ist ja hier gerade die Frage. Am Ende ist es halt vielleicht wirklich unser Bruder, der aber dann in der Light World auch unterwegs sein kann. Wir werden sehen. Irgendwann. Wahrscheinlich in Chapter 7. Yay! Wir sind wieder vollständig. So. Prima. Abflug. Und da ist... Das habe ich auch das erste Mal natürlich nicht gesehen, dass das natürlich schon die Roboter sind, die sich dann uns anschließen. Nachdem wir mit ihnen Musik gemacht haben. Und jetzt wird das Video wieder gesperrt. Also nicht gesperrt, aber claimed. Immer wenn das Lied spielt, ist es ein Claim-Video. So. Aber das Schöne ist, jetzt kann ich wirklich alle Fehler, die ich beim ersten Mal gemacht habe, wo ich nichts verstanden habe, kann ich jetzt gleich wieder verbessern. Im Sinne von, dass ich jetzt weiß, was Sache ist. So, komm gleich mal her. Wir machen gleich mal hier Dinge. Und du kannst gleich mal du kannst noch nicht pacifieren. Ja, moin. Nice. Beide erwischt. Ah, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Geld ich beim ersten bekommen habe übrigens. Wollte ich ja gucken, wie viel Geld es jetzt geworden ist. So, jetzt können wir allerdings dann den einen pacifieren. So, müssen wir den vorderen treffen. Perfekt. Gut, Rekrut 3 von 6. Und Spare. Ja, komm. Ich glaube, das waren damals weniger. Also das müsste schon sich jetzt schon auswirken, das mit dem Geld. So, war hier nicht irgendwo eine Kiste? Ach, da oben war die, siehst du? Wusste ich's doch. Glowrist. So, das könnten wir jetzt vermutlich ausrüsten anstatt White Ribbon, ne? Nee. Ist gar nicht mal eine gute Idee. Bringt irgendjemand dem Glowrist hier jetzt was? Nee. Nee. Glowrist scheint keinem mehr was zu bringen. Nee. Ja gut, dann haben wir das halt. So, wir machen gleich die Rekruts voll. Ich meine, das immer. Ich werde sowieso noch auf die Viecher wieder stoßen, aber ich will die mal gleich voll haben. Dann haben wir da keinen weiteren Stress. Moin. Ja. Ich wollte nicht an dir vorbei. Hallo! Evasion Skill hier. So.
Na, okay, es ist egal, wir müssen eh nur den hinteren, den vorderen erwischen, weil den anderen schläfern wir ein. Alles easy. Alles easy. Wir müssen nur den vorderen erwischen und den hinteren pacifieren wir weg. So. Zack, Wiedersehen. Und damit haben wir dann die erste auch vollständig rekrutiert. Na, nix, Fight. Abflug. So. Du musst nur diesen ganzen Anfang muss ich... Ah, shit. Diesen ganzen Anfang muss ich nochmal machen, wenn wir dann die Genozidroute spielen. Weil die Genozidroute ist am Anfang... Ja gut, dann machen wir es schon anders. Dann kämpfen wir, dann greifen wir die ja schon an. Never mind, ich habe nichts gesagt. Dann ist ja sowieso alles anders. Ach Gott, dass man dir noch... Ja, ich bin zu schlecht. Zum Glück muss man die hier nicht erwischen. So. Zum Glück muss man die hier noch nicht richtig erwischen, ey. So, zack, zack, zack. Nice, nice, nice. So, das war das. Hier oben ging es nicht weiter, deswegen können wir da jetzt gleich mal hinlaufen. Yay, ein Apfel. Und hier war Nubert. Ach ja. Ja, wir holen uns Nuberts Treasure. Danke, Nubert. Fiberscarf. Weapons brauchen wir nicht. In der Genozidroute vielleicht. So, hier unten, das eine Viech fällt runter, ne? Der da, genau der da hier, der macht einen Gegner draus. Moin. So, Petting reicht. Ach, wir haben hier noch kein Dings, deswegen, ja, dann machen wir hier Defend und hier machen wir Spare. So. Petting reicht und Spare. Easy going. War hier noch irgendwo irgendwas? Ja, du warst noch hier. Ja. Ab und zu lese ich dann doch mal ein bisschen Text, ne? Weil ich es kann. Kommt jetzt gleich wieder da unten? Ne, der kam nur einmal. Okay. Ach, kommt jetzt der... Ja, okay, dann machen wir das noch schnell. In Kampf mit Queen. Diesmal weiß ich auch, dass ich kämpfen kann. Muss mich nicht hier rum anstellen. Ach so. Los, wir vereinigen uns. Let's go. Perfekt. Perfekt. So, let's go. Oh, ja, moin. Das ist ja sogar praktisch der Endkampf schon praktisch in kleiner Form, ne? Das ist einem vorher gar nicht aufgefallen. Oh lol, die Räder gibt's hier auch. Oh lol, das gibt's hier auch. Das habe ich damals gar nicht gesehen, weil ich am Anfang nichts gemacht habe. Lululul, witzig. Okay.
Beides gab sie, die Räder und die Kugel, die sie nutzt. Bumm. So. Erwisch. Ciao. Okay. Nice. Dann sind wir wieder im Game. Ich denke, den nächsten Part schließen wir dann ab nach der Stadt. Nee, mal gucken, wie schnell wir durchkommen. Aber es sollte wirklich schnell gehen. Es sollte wirklich schnell gehen. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.